Leute. Hallo und herzlich willkommen im Camp der vier Einsiedler, The Forest. Hallo. Hallo. Und weiter geht's zum neuen Abenteuer. Wir sind alle ehrlich heute, außer Dreck. Ich hab auch mal ein Essen rum. Mann. Oh, Gemüse, ich bin im Kräutergarten. Eine Haut, soweit ich weiß, ne? Als wir aufgehört haben, hatte ich auch eine Haut. Ich habe die verloren. Aha. Das ist so, ja, das ist dieser Scheißbug. Manchmal verliert man. Wo bist du? Apropos Haut. Hautbug, mir fehlt zwischendurch so eine Rüstung. Rüstung. Also am fünften Slot. Zeig, wir müssen dann wieder so ein Galoppelheinz fertig machen. Das ist nicht alles top. Also das Spiel ist schon sehr gut gemacht, aber es gibt immer noch einige Bugs. Das ja. Boah, ich habe eben gesehen, wie mein Mageninhalt leerer wurde. Ey, Alter, geht doch schnell. Ja, das ja genau. Ah, ich muss trinken, ich habe voll Durst. Muss mal was essen. Trinken. So ein Abend vielleicht. Boah, ich habe schon richtig Obersucht. Der ist noch frisch, na toll. Was habe ich überhaupt noch? Oh Gott, ich habe voll viel verdorbenes Fleisch, verdorbene Fische. Ich schmeiß das mal weg. Aber nicht bei uns, sondern so draußen. Ich musste jetzt hier tatsächlich mal testen. Ja, irgendwas, was wir essen können? In die Kloake der Natur, scheiße. So, der große Mülleimer, ja? Der große Mülleimer. Oh, ich habe die Hängebrücke erstmal getestet. Ach, komm, ich nehme jetzt hier so einen Arm, den brate ich mir hier jetzt am Lagerfeuer. Ich schmeiß auch mal aus dem Noch geht's mir. Ja, das ist toll. Ah, ne, die Fische. Warte, ist der Fisch hoch? Der ist ja ganz schön verknochert. Verknöchert. Nee, der ist. Okay, jetzt habe ich nur noch frische Sachen. Guck mal, da ist so ein halber Oberarm noch mit dran, aber nur als. Ah, sehr gut. So, okay. So. Lass mal kurz reingehen. Was machen wir heute Schönes? Ja, wir hatten doch schon mal ein Thema also gehabt. Also, wir sollten auf jeden Fall die Landkarte finden. Das würde uns so vieles erleichtern, ganz ehrlich, Leute. Ohne die Landkarte. Was? Ist Kacke, wirklich. Was? Warum lacht ihr? Ja, weil wir die immer noch nicht gefunden haben. Das ist wir streichen die Höhlen, jetzt habe ich das falsche Fleisch gegessen. Wieso, was hast du jetzt? Hast du doch eins von mir gegessen? Ja, ich habe wahrscheinlich das erste gegessen, weil das zweite war auch gerade gar und da sind drei gare Fleischsorten drin und man kann alles leider gut, nicht sehen. Ich habe dreimal Vogel reingepackt und essen. Ich habe einen Arm reingepackt. Okay, ich mache mal einen Vorschlag. Wir gehen in die zentrale Höhle, die liegt direkt in diesem Kannibalenstamm. Mhm. Also in diesem Kannibalendorf mitten im Wald. Okay. Dort liegt die. Und da könnte die Landkarte sein. Also ab da könnten wir es versuchen. Also ist mein Vorschlag. Oder wir gehen in eine andere Höhle. Auf gut Glück. Können wir natürlich auch machen, wie ihr wollt. Aber wir müssen auf jeden Fall runter, weil wir brauchen die Karte. Sonst wird es die ganze Zeit so rumöhren, so sinnlos. Ja, stimmt. Das stimmt. 5000 Folgen später so. Liebe Zuschauer, alle tot. Wird die eigentlich nachträglich aktualisiert? Also da die Bereiche, wo wir schon waren, dass die eingetragen sind dann schon? Das leider nicht. Du musst es schüttelt sich aber da, immer noch. Du musst du wirklich solche Markierer setzen. Deswegen, die Höhlen, die wir durchsucht haben, da habe ich immer eine Markierung gesetzt. Okay. Das hilft enorm. Leider wird das nicht markiert. Das ist leider blöd. Man sieht nur letztendlich, dass die Sachen, sag ich mal, entdeckt wurden, so dass das alles freigegeben wurde auf der Karte. Aber du siehst nicht eindeutig, ob du dir da jetzt wirklich komplett gewesen bist oder nicht. Deswegen immer mit einer Markierung arbeiten. Aha. Immer das Beste, was du hier tun kannst, habe ich auch so gemacht. Okay. Okay, Lennart. Lennart. Er sieht tatsächlich aus wie Lennart, ey. Ich bin Physiker. Okay. Ich habe einen Doktor in Physik. Und Dorf, was hast du gerade gesagt über Abschütteln? Kannst vergessen, in die Hose geht immer der letzte Tropfen. Das stimmt, das ist wohl wahr. Oh, wow. Ich kann mit einem Sprung hier über die Mauer rüber. Blaubeeren, ey, die werde ich mir jetzt mal genehmigen hier ein bisschen. Was, ja, die Mauer ja. Ja, wir haben schöne Blaubeeren, Leute. Also wenn ihr Hunger und Durst habt, könnt ihr direkt zwei tatsächlich mit einer Klatsche schlagen. Knapp. Die sind aber klein. Ja. Da kam tatsächlich nicht so ganz hinterher mit den Texturen, ne? Ja. Komisch. Irgendwie. Na gut, wahrscheinlich damit auch mehr reinpassen, damit sich das auch lohnt. Ja. Aber irgendwie ist das ganze Beet auch um einiges größer geworden, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, was, ne? Jetzt? Ja. Aber das ist gut mit den Blaubeeren. Ich habe zu Anfang, wenn ich ehrlich bin. Das mit dem Blaubeerfeld ist echt super. Ja. Also, ja, das stimmt. Richtig geil. So, ich fresse hier noch den Arm, weil. Ah, ich höre schon wieder was. Ich bekomme davon leider. Ja, bei mir hier. Für die Nachbarn? Ja. Schon wieder die Nachbarn. Ey. Bist du draußen? Wieder. Jo, vor der Mauer. Was, wollen die handeln? Wollen die mit uns tauschen oder was? Ein Loch laufen sie einfach nur rum. Ich höre schon. Da ist ja noch ein Loch in der Mauer. Ach, da. Hallo. Die Nachbarn. Raus hier!
Haut ab hier. Aber ich habe das Gefühl, ich hatte mehr in meinem Rucksack. Ich habe voll viele Sachen verloren. Kommt es nur mir so vor? Also ich hatte einen volleren Rucksack. Das ist echt komisch. Cool. Hatte ich Steine im Inventar? Weiß ich nicht. Ich habe echt das Gefühl, ich hatte mehr. Ich hatte doch eine Axt mir gebastelt oder... Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Fangen wir an. Gehen wir los. Psycho, was ich dich eigentlich fragen wollte, hattest du eigentlich das Loch in deinem Rucksack schon geflickt? Nee, leider noch nicht. Wer hat da eben gehustet? Keiner. Der Ruku. Oh, was ist mit dir los, Alter? Geht's dir gut? Der ist heiß. Na, Junge, was ist los? Der brennt vor Leidenschaft. Der ist heiß auf Schläge. Wo sind wir hin? Komm, ich brauch Essen. Oh, der Sack, ey. Versucht dir da was Sachen kaputt zu machen. Na, Freund. Jetzt wird aber hier nichts gemacht, ne? Ey, wir brauchen was zu essen, Junge. Komm her hier. Ach, du Scheiße. Der darf doch schon hier. Ah, sehr schön. Was habe ich jetzt wieder aufgesammelt? Ich habe wieder irgendeinen Scheiß von Eingeborenen hier aufgesammelt. Mann, wollte ich doch gar nicht. Was habe ich jetzt wieder aufgesammelt? Er lebt noch, genau. Verpasst ihm noch eins. Wenn du ihn, wenn er fast tot ist und du erschlägst ihn noch mit einem Stein, indem du ihm den Schädel einschlägst, bekommst du eine Errungenschaft. Das ist echt grausam, aber es ist wirklich so. Oh, kein Witz, cool. Ja. Ja, ist okay. Ja, cool, genau. Man wird dafür belohnt. Finde ich gut. Ja, finde ich super. Das ist das Beste, was man tun kann. Wieso schreien die denn draußen schon wieder? Warte mal, ich bin auch gleich wieder da. Hallo. Ja, ich komme auch schon. Wo sind die? Der Nachbar? Noch mal am Strand. Aber das Signale geben zwischen den Kannibalen funktioniert richtig gut. Das haben die echt geil programmiert. Ja. Weil wenn die schreien, kommen direkt andere noch dazu und helfen dann ihren Kannibalen. Ist das ist echt gut gemacht worden. Ey. Echt geil programmiert. Du hast mich eben Kannibalen-Sau. Oh, du Sack, ey. Das ist schon wieder so ein... Warte mal. Das ist wieder so ein Bei mir quengelt er sich immer durch das Geäst hier durch. Sagen wir doch nicht alle auf einen hier. Ich muss auch mal ran. Häuptling, enge Unterhose. So. Den hat er mir weggenommen. Ist er jetzt weg? Den ist er alleine. Den ist er wieder ganz alleine, du. Den snackt er weg wie eine Mischung. Da nascht er wie Rax so schnell mal so einen Kannibalen weg hier, du. Ist das geil. Ich, der hier am Ausgehungerten aussieht hier, du. Du hast gerade dich am Blaubeerfeld bei uns hier bedient. Das stimmt. Ein Blaubeerbauch. Oh, das ja. Cool hat einen Kopf. Köpfe werden rollen. Komm, wir bereiten erstmal Mittag zu und dann machen wir die Karte klar. Der Kopf da rollt. So, jetzt hänge ich immer ein paar Teile hier auf. Trockenfleisch. Rollt und rollt. Oh, soll ich mal was Lustiges? Hat einer von euch schon mal das Trockenfleisch schon mal gegessen, was so überall zu kaufen gibt? Die Beef Jerky? Hab ich tatsächlich. Schmeckt das? Schmeckt gut. Okay. Cool. Also ich hatte eine Mischung aus Rindfleisch und Alligator. Das war nämlich im Süden von den Staaten. Ja, hat geil geschmeckt. Kein Witz. Alligator gemischt mit Rindfleisch. Das war in Louisiana. Die fressen das da ganz normal. Ich meine, die haben zum Beispiel, zu Weihnachten haben wir ja normalerweise entweder Hähnchen oder Pute oder sowas, ne? Mhm. Die haben da Alligator. Kein Witz, das ist so eine Kassenfrau erklärt. Ja, wir essen die Alligator ganz normal, zu Weihnachten. Oh, okay. Da brennt immer. Torsten. Verdammt. Das ist immer wieder lustig, wenn einer sich antorkelt. Das macht immer wieder Spaß. Da mache ich immer wieder Screenshots. Ich wollte noch meine Rüstung hier klar machen. Beweissicherung, genau. Für Ansprüche von der Haftpflicht. Ist das geil. Hamburg-Mannheimer. Schon zerlegt die Dinger hier, ne? Sind schon jetzt alle klein, ja. Gut, dann kann ich die auch noch ins Feuer schmeißen. Ja, aber einen hübschen Kopfschmuck. Gut. Sind die jetzt drin, oder was? Oh, das gibt schöne Knochen. Guck mal, leuchtet immer noch. Weil wenn man so an sich runterguckt, denkst du immer noch, du hast immer noch was am Körper. Ich will meine Rüstung nämlich wieder aufpimpen hier. Zwei Striche fehlen noch. Aber Knochen haben wir hier noch im Dings genug. Ja. Na gut. Knochen hab ich. Ah, ich habe auch 50 Knochen, also. Du mal gucken, Knochen. Erstmal bauen. Warte mal, ich überlege auch gerade, was ich. Ah, schon wieder. Wie ging das nochmal? Ja! So schnell. Ja, Marc. Ich glaube, dreimal Knochen und zweimal Bänder. Hey. Stoff. Was wollt ihr denn bauen? Knochenrüstung, Bänder, drei Lappen. Einfach Knochen hinlegen und dann steht es da. Drei Lappen. Sechs Knochen und dreimal Stoff. Ich habe alles. Ein Balken muss ich noch haben, warte mal.
Toll. Scheiße, es ist wieder dunkel. Schon, ja, sollen wir jetzt in die Höhle gehen oder lieber auf den Tag-Nacht? Ich hab mal Angst. Oder besser gesagt, ihn selbst durchführen. Ich würde sagen... Wir ihn jetzt selbst durchführen, Leute, dann hätten wir Tag. Habt ihr Bock? Geht gleich los. Also ich wollte meine Rüstung bloß nochmal aufpippen. Okay. Dann drücken wir alle. Wie jetzt können wir noch, dann ist es... Warte, drücken. Ist es zu spät? So. Geschlafen. Also Nacht ist immer so lala. Ja. Einer fehlt noch. Ich hab gedrückt. Nochmal drücken. Also jetzt. Jetzt schlafen wir. Okay, gut. So, und jawohl, wir haben wieder Tag. Ist das nicht herrlich? Speichern? So. Hab ich auch gespeichert. Ja. Wer hat geschnarcht und wer hat mich in der Nacht unsittlich berührt? Entschuldigung. Mein Gott. Das geht so nicht. Wenn so ein 2-Meter-Hühner hat mich von hinten... Ja, okay, Mann. ...berührt, das geht gar nicht. Ich halte das hier nicht mehr auf. Das ist geil. Oh scheiße, ich habe wieder Durst und Hunger. Es ist immer über Nacht. So, jetzt habe ich alles stimmt, ja. Immer das ist wieder voll. So, ich knabber Blaubeeren. Oh, was ist das hier? Die brauchen aber... Oh, die halten aber nicht so wirklich gut. Da war noch was drin zu essen. Dran, egal. Ich habe eine Kassette gefunden, die Chips, mit dem Öffnen des Artefakts... Was? Kassette mit Öffnen des Artefakts? Ja. Walkie-talkie, oh nee, Mann. Falsch. Wolf die kann Feier, ich irgendwie kombinieren. Recalls, Strength, Ability and Wisdom. Ah, ich zieh mir noch ein paar Blaubeeren rein. Na, komm, okay. Ah, sieht gut aus. Ja, wunderbar. Oh, ich hab Knast. Wieso hab ich Knast? Ich hab eine neue Waffe in der Hand. Dann ist immer so, wenn du schläfst, hast du Knast. Boah, ist das kalt, ey. Was ist das? Ach so, Pistolenteile. Aber man braucht so viele Pistolenteile, das ist echt übertrieben. Ja, ja ätzend, scheußlich. Ja genau, ich hatte Pistolenteile, ich wusste es doch, ey, die sind nicht gespawnt. Ich hatte immer diese Pistolenteile, gut, dass ihr es sagt. Die sind weg, komplett, meine Munition auch. Oh, ganz ehrlich. Pistolenteile sind weg? Ja, meine Pistolenteile sind weg, ja. Psycho, deine Waffe hat ein Moose-Auge. Echt? Ja, aber nur eins. Oh, cool. Pistolenteile sind weg, warte mal. Das, nee, ich hab noch... Wann sind sie da? Zwei, das sieht richtig stylisch aus. Ne, drei. Also ich hab 8 von 2. Bei mir steht, 2 von 8, meine ich. 2 von 8 und 3 von 8, aber 1 von 8 habe ich nicht. Komisch. Ich hab tatsächlich gedacht, dass man diese... Ja, einfach nur Fortsitzen gemacht. Also, diese Eingeborenen... Hat sich jemand was zu essen gemacht hier? Muss ein Buch sein. Wer hat sich was zu essen gemacht hier? Ist doch von gestern, ist doch ich hab eine Stange mir so einen Fuß runtergeknabbert und dazu lecker Blaubeeren. So, das jetzt, ist mein Frühstück. Ich hab's das weggegessen. Fuß und Blaubeeren. Fuß und Blaubeeren. Ich esse nämlich jetzt, lecker. Ich würde nämlich jetzt auch gerne so einen Fuß essen hier. Ich will mir noch so einen Fuß reinhauen. Ja, hau dir noch so einen Fuß rein. Brauchst auf jeden Fall viel Kraft. Wir müssen auf jeden Fall in das Kannibalendorf. Da bin ich begeistert. Ja. Will doch jemand hier so eine Bärentasche haben und sich hier Bären mitnehmen? Ja, gerne. Oh, das ist eine gute Idee. Siehst du? Ich habe ja auch so eine Bärentasche. Ich habe noch zweimal Kaninchenfell übrig. Ich hatte hier doch auch so eine... Ich brauche nur eins. Also vor Jahren hatte ich auch mal so eine Bären... Doch, ich hatte eine Bären. Diese spinne ich hier immer. Ein Beutel, aber da kann ich doch keine Bären mitsammeln, oder? Ah. Wie geht das? Warte mal, ich hänge mein Fleisch am besten auf, weil das wird immer schlechter. Lurch. Auch schade. Mist. Im Lager, Lurch? Nee, außerhalb des Lagers, aber kurz davor. Gestorbener Fisch. Hat mich aber schon vom Weiten schon gerochen, obwohl ich geduscht habe, so ein Scheiß. Na komm. Ein bisschen haben die Viecher. Jo. Hinter dir? Karnickel. Ja, komm mal. Wie viele Bären kann man da reinsammeln in diesen Beutel? Dankeschön. Einmal, warte, nächstes Kiss auch noch. Ich habe hier Heidelbeeren, 10 Stück und im Beutel ist gar nichts drin. Benutzen zum Bären sammeln. Wieso ist da nichts drin? Du. Den musst du erstmal ausrüsten. Hab ich. Dann gehst du über die Sträucher rüber und drückst dann die E. Ja, das hatte ich gemacht. Und wenn ich dann wieder reingehe, habe ich im Inventar 11 Bären daneben im Beutel liegen. Genau, alles klar. Die sind neben dem Beutel aufgeführt, die da drin sind. Alles klar, dann alles richtig. Oh, mein Bein ist weg. Ich muss was essen, Leute. Also ich habe das restliche Fleisch von mir aufgehangen, weil das verdirbt einfach zu schnell. Entschuldigung. Aber wenn das räuchert, ist das schon gut. Das stimmt. Das stimmt ja, dass man das nicht mitnehmen kann, das geräucherte Fleisch, das isst man nur. Nö, das kannst du auch einstecken. Dann drückst du einfach nur E, dann nimmst du es nur mit. Aber wenn du das E festhältst und das Fleisch ist fertig geräuchert, dann kannst du es direkt von der Stange essen. Okay. Du musst aber das E festhalten, ja.
So, ich muss aber mir kurz nochmal ein Bein machen. Aber nur wenn es durch ist, ne? Wenn es nicht durch ist, dann packst du es einfach rein. Essbar. Gut. Essbar und den Kopf möchte ich nicht lutschen. Wo bist du jetzt? Steiner. Wer? Also was ist auch noch genug, auf jeden Fall, falls jemand Interesse hat. Blaubeeren haben wir auch, also wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Kann man also sich eigentlich auch... sind wir sehr gut eingestellt. Nee, Wasser mitnehmen, jetzt kann ich essen. So, jetzt bin ich auch satt, jetzt können wir auch loslegen. Nach 15 Minuten kommen wir endlich mal los. Oh, du bist im richtigen Leben wahrscheinlich genauso. Ich wollte es nicht sagen. Hier ist jemand hingekackt, grüne Köttel. Sorry. Ja. Das ist verdorbenes Fleisch, das habe ich rausgeworfen. Ja, so nenne ich das auch immer. Ja, genau. So, jetzt wollte ich schon wieder auf die Mappe gucken. Ja, klar. Ah, die wir nicht haben, das ist schön. Ja. Wie schnell wachsen die Beeren eigentlich nach? Seid ihr schon los? Ich glaube, so ein paar Tage. Ein Tag oder zwei Tage, irgend sowas, ne? Irgend sowas in dem Bereich. Ja. So, dann gehen wir mal los. Warte, ich habe den Ausgang noch nicht gefunden hier. Die beiden Älteren, da warten wir besser. Die beiden Betreuer. Wo ist mein Betreuer? Wo ist mein Rollator-Parker? Achso, mein Speer. Warte, meine Sir Lancelot. Ui. Ja. Weil habe ich 14 Pfeile, deswegen ist okay. Ich habe... zwei Federn, so nicht so viel. Mein Speer ist auch wieder gut. Was ist das denn hier? Was wedelt hier in der Luft rum? Das ist mein Penis. Liebe Kinder, es handelt sich hierbei um eine Angelrute. Genau. Sei doch, Rute. Die gute Rute. Die Rute. So. Machen wir später mit den Vögeln. Ja, Vögeln können wir später. Ja, unsere Freunde. Da kommt schon wieder so einer. Wo denn? Oh, Meere sogar. Ach du Scheiße. Aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Lass das doch. Warum haut ihr alle auf? Warte mal. Auf die Kannibalen. Okay, den haben schon mal gekillt. Ach du Scheiße. Richtig effizient unterwegs hier. So, der ist auch hin. Du hast deinen Zahn? Gib mir deinen Zahn. So. Ich will deinen Zahn haben. Sehr geil. Okay, ich hab Gehirn mitgenommen. Sein Zahn ist jetzt weg. So, erzählen wir es mal gut. Ich hab einen Zahn verloren. So, ich hab ja heute Abend schon einen. Dann ist gut. So. Wer nimmt sich da was zu essen mit schon wieder? Wer sagt denn, dass das was zu essen ist? Ja, typisch. Dann nimmt er sich... Kleiner Proviant. Wie, Rax, hast du schon wieder was zu essen mitgenommen? Ich lauf doch nein, nicht weg. Nein, das ist für heute Abend. Ey, das sieht unmöglich aus. So, warte mal. Wo war das? Noch ist er ja warm. Denn ist gut. Ja, das passt noch. Ich bin, glaube ich, da lang, ne? Also hier sind so viele aufgetaucht, hier muss irgendwo das Kannibalendorf sein. Irgendwo hier muss das Kannibalendorf sein. Ich sehe schon mal Hütten, der. Ne, doch nicht. Ja, Hüttendach ist nur ein Hügel. Ah, okay. So. Hallo, wir besuchen die Nachbarn. Habt ihr schon das Essen vorbereitet? Genau. Er ist schon wieder völlig fertig. Ich bin wieder der Letzte. Was heißt hier? Ach du, oh, ein Glück. Zeigo? Zeigo? Ja, da. Ja, Ruku. Alles gut. Wo ist Ruku? Ja, da Thorsten. Ist Ruku. Alles klar. Thorsten, du musst gar nicht der Schnellste sein. Du musst nur schneller sein als einer deiner Freunde. Genau. Du musst nur schneller sein als einer von denen, die das beigestellt hast. Ach so. Genau. So, ach. Weil mich lenkt die Natur ab. Koffer. Was ist ein Koffer. Boom. Schokolade. Schokolade. Also nicht alles, was braun ist, auf dem Boden liegt. Das ist stimmt, Schokolade. Ist Schokolade. Das muss ich, kann ich nur sagen, ja. Nein, sag im Koffer. Alles gut. Dann ist okay. Dann ist gut. Hier liegt Geld drin. Oh, schön. Ich komme gleich nach, ne? Also, ich bin gleich bei euch. Alles klar. Alles gut, ich weiß sowieso immer noch nicht, wo das Dorf ist. Keine Ahnung. Ich will mal da lang. Batterien. Und Nappen. Sehr gut. Da hinten. Und da ist jetzt, glaube ich, irgendwas. Keine Ahnung, ob ich richtig gehe. Ich gehe auf gut Glück. Keine Ahnung. Okay. Ja. Auf der Karte ist keine Ahnung. So.
Ab geht er. Ja, wo ist das Kackdorf? Ach, ach geil, Bambi. Boah, Bambi, jetzt hab ich warte. Lass es. Ach Mist, jetzt habe ich meinen Mitternachtssnack da hinten liegen. Ach Mist. Lass es. Was? Was? Lass es uns essen. Okay, wir haben jetzt zumindest unser Flugzeug gefunden. Oh wow, dann sind wir fast wieder zu Hause. Richtig, aber von da aus ist das Dorf nicht weit. Wir müssen jetzt nur wissen, in welche Richtung. Vielleicht teilen wir uns einfach in zwei Gruppen auf. Oh scheiße, hier ist ein Häuptling. Warte mal, den muss ich mal. Das glaube ich. Daiko, hast du noch nicht aus den Horrorfilmen gelernt? Ich wollte gerade sagen, das ist ja, immer stimmt. Nicht gut. Nie aufteilen, genau. Nie aufteilen. Okay, hier sind wir auch in der Nähe von diesem wunderschönen Krater, auch gerne als Anus bezeichnet. Ja. Genau. Hier sind wir in der Nähe der Anus, ich meine, ein Krater. Und ja. Hier ist es nicht weit, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Also in die glaube ich nicht, nee. Oh, lecker Wasser trinken ist cool, ne? Ja, hier kommt nur so ein. Ja, hier kommt dieses Mini-Dorf, aber das ist kein Dorf, das ist so ein Mini-Ding. Oh Gott. Ich habe erstmal meine Wasserflaschen voll gemacht hier da. Das müsste gehen, ich ne? Ich hab noch gar keine. Bitte dir? So, wessen Ex-Freundin stalkt mich hier? Oh, Bambi, warte mal, bleib doch mal. Ab, halt! Ab. Ja. Also, ein Bambi mit einer Axt jagen geht doch nicht, ne? Ja, kann man, kannst du machen. Da, also. Oh, die haben mir einfach von hinten jetzt verpasst, die dumme Truppe. Moment, er krabbelt ja auf den Baum, ich fäll den. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Gut. Hallo? Sehr gut. Mal den Baller runterspringen. Sehr gut, der ist tot. Lieber tot. Nein, der ist tot. So. Der Baumfeld. Läuft. Ja, weil er Angst hat vom Lurchi. Und ich meinte das zu Roku, weil wir haben zusammen Kannibalen getötet. Ach so. Ja, ja. Komisch, bei mir ist gerade einer auf den Baum geklettert und als ich den gefällt habe, war er nicht mehr drauf. So. Aber ich erwarte immer, wenn du den Baum fällst und der ist da drauf, dass er drauf geht, weißt du? Wie im wirklichen Leben. Ja. Das passiert aber, glaube ich, nicht. Das ist schade. Aber vielleicht verwandeln die sich auch nur einfach in Lurche, weil er ist weggekrabbelt. Hallo, Höpfli. Komm, jetzt gibt's was auf die Oma. Oh. Was auf die Omme hier. Der Troll. So. Noch eine, hier, deine Frau kommt auch noch. Ciao. In die Muschi. Mach dir eine zweite Spalte in deinen Schlüpper. So. So, hier, ich hab ihn, guck mal, hab ich ihn hier in den Baum reingehauen? Ja, hier ist nur dieses, das kann man nicht mal Dorf, als Dorf bezeichnen. Hier ist so ein kleiner Unterschlupf der Kannibalen, aber das ist nicht das Hauptdorf. Ich nehme mir noch mal was zu essen mit, ne? Ja, kannst gerne machen. Wir können auch von hier auch direkt, schon wieder an. Ja, was ist denn? Bin da, halt aus. Ja, alles. Komm auch. Warte. Ich bin ganz schön verletzt, warte mal. Bin noch gar nicht da. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe! Scheiße! Soll ich die übernehmen? Ich bin ziemlich verletzt. Ich bin ausgebaut, deswegen kann ich nicht mehr so schnell schlagen. Mich erst gerne heilen. Hier, wie ein alter. Eine alte. Hast du eine Mockquante? Ja, ich hab genug gegessen. Mitgenommen. Eine Tablettendose. Wäre ja, warte. Geil. Wer ist wo? Hab ich. Ah, warte. Die Frau schlägt dich rein. Oma. Wem geht's schlecht? Psycho? Psycho? Sein, du. Also? Jo, mir geht's etwas ein bisschen schlecht. Hinter dir? Altes Jahr, aggressiv. Ja, ich mach die platt. Jo. Ja. Stirb doch. Bleib doch liegen, Mensch. So. Jetzt ist sie tot. Sehr gut. Ja. Schön. Dankeschön. Super. Dankeschön. Ich hab zu danken. Das Friendly Fire ist total aus hier, ne? So oder hier lassen, so oder? Ja, der hat mir Medi gegeben. Ich habe etwas gebraucht. Okay, wollte ich gerade fragen. Wo ist Psycho, alles wieder gut, ja? Ja, jetzt ist es wieder cool, ja. Guck, die hat mich da ganz schön gehauen, aber irgendwie habe ich kaum Schaden gekriegt. Durch die Vermoderten? Der Häuptling hat mir ganz schön Schaden gemacht. Oh, ich merke gerade, ich habe noch zwei Special-Rüstungen. Nasse Unterhose, keine Ahnung. So, hier ist auch eine Höhle. Ganz oder wir versprochen. Gehen hier rein, Leute. Hier waren wir auch noch nicht. Wir können ja hier reingehen. Die erforschen und dann setzen wir hier eine Markierung, dass wir praktisch hier schon gewesen sind. Können wir auch machen. Jo. Wäre auch eine Idee, oder? Ja, komm, dann rein. Können wir dann rein. Machen wir einfach die Zuschauer wollen das hier sehen, komm. Genau. Die wollen ein bisschen hier sehen, dass wir draufgehen, durch Riesen gehen. Das wollen sie. Viecher. Wieso geht's nicht?
Ach, da. Ah, sehr gut. Oh, da geht's richtig tief runter. Sehr schön. Oh ja, so. Weiter hin. Oh! Ah, ich falle! Ich auch! Was? Nein! Oh Gott. Ich auch! Das war's! Ich lieg auch! Wieso bin ich denn gefallen? Warum macht ihr denn so was? Oh Gott, jetzt will ich nach oben kommen, warte. Ich komm zurück. Wie soll ich nicht nach oben? Das war's, ich bin tot. Ach du Scheiße, wo seid ihr denn? Ich lieg ganz unten. Ganz nach unten gefallen. Wer, wir beide? Scheiße, aber das schaffen wir, das schaffen wir. Okay, jetzt beleben, wir müssen nur Gas geben. Jo. Wir passen eigentlich. Schade, dass ich. Tabletten habe ich genug, aber ich komme nicht selber ran. Nö, das kannst du vergessen. Weil meine beiden Arme sind gebrochen. Kommt ihr runter? Ja. Ja, wir kommen. Ja. Also ich komme nicht ran, meine beiden Arme sind gebrochen, die Beine. Ja, und der Penis gebrochen. Der auch, mein Herz ist gebrochen. Also ich bin schon gleich, also der Oberkiefer ist schon voll. Okay. Bitteschön. Oh, ich bin die Nase. Noch am runterklettern. Oh, danke. Oh, mir geht's gut wieder. Ist das ein weiter Weg nach oben? Alter, wie ist denn das passiert? Und dann aufgespießt hier. Oh, ich bin immer noch am Klettern, ne? Ja, dann bist du schön weich gelandet. Ach, deswegen. Und außerdem ist mir so kalt. Ja, weil das ist super hoch, ne? Also wenn du hier Ja. Hast vergessen. Also, kann passieren, ne? Weil das so hoch ist, ne? Gut, Ruku, Psycho, alle da. Okay. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Ja, schönes. Oh, ein Zeltlager. Ah, sehr gut. Eine Zeichnung. Mal wieder. Toll. Schwindelzeichnung. Rosi, du stehst gleich im Feuer. Psycho, einmal zurück. Aber das Ding ist sowieso nicht an. Alles gut. Aber jetzt ist es an. Ah, du wolltest anmachen. Okay, ja. Alles sehr gut, sehr gut. Wie reibst du? So, warte mal, ich mach hier auf. Okay, ich nehme ja auf jeden Fall hier die Leuchtstäbe mit. Oh, hier gibt es ein bisschen Fressalien. Okay. Hier auf jeden Fall mitnehmen, Leute. So ein paar Maßriegel, ist nie schlecht. Oh. Hier? Das sind Leuchtstäbe. Ja, das sind Leuchtstäbe. Ich habe immer gedacht, das ist hier Dynamite. Dass man diese Helme nicht aufsetzen kann und dann... Dynamit gibt's ja auch, aber das ist leider kein Dynamit. Das ist schade. Du musst immer so einen Helm haben. Maßriegel, bei 27 sind wir. Maßriegel habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Doch, die waren hier. Also ich sehe die nicht mehr, weil ich die aufgesammelt habe. Dann ist gut, alles klar. Sehen. Also in dem Bereich sind die hier. Siehst du sie? Nee. Ne? Okay. Warte, ich gucke hier mal ein bisschen weiter im Dunkeln. Okay. Aber die müssen ja hier irgendwo liegen, ne? Eigentlich ich habe einen Stein gefunden. Erst jetzt? Warte, ich komme. Ich will den auch sehen. Hier. Das ist ein kleines Kieselsteinchen hier. Ah, hier geht's auch weiter runter, um Gottes Willen. Ist immer, ich habe eine Vorderparty dabei. Echt jetzt? Was? Ich habe eine Leiterplatte mit. Da laufen schon wieder alle weg hier. Chill. Was dann? Huch, aber wie hoch ist das? Hier ist Lachsen, kommst du hierher? Ich erinnere mich, ne? Also hier ganz vorsichtig sein. Hier ist dieser Rambock-Idiot. Ach, toll. Dieses genmutierte Riesenvieh, das versucht dich zu Tode zu rammen. Auch ach, der Sumo. Genau. Ich renne jetzt ein bisschen vorsichtig runter. Zeig mal an mich. Wer ist also da durch mich? Ne? Hier ist ein waschechter Amerikaner drin. Also wer ist da durch mich durch eben? Oh ja. Da unten wartet gleich einer. Und noch andere Viecher sind auch hier, ne? Ja, hier sind auch noch. Ja. Oh ja, das Vieh und auch noch ein Kannibale. Warte mal, ich bin noch gar nicht unten. Augenblick mal. Seht ihr das Vieh? Vorsicht! Es steht genau vor uns. Und ist genau vor mir. Oh, ja, ist ja wohl. Entspann dich. Nee, ich will runter. Hallo? Runter. Ich hab nur deine Familie. Hallo, runter. Aufpassen, Leute. Da ist er. Wo ist er? Ja, der ist vor uns. Nein, er hat mich. Ist das der? Ja, das ist der. Er brennt, sehr gut. Sehr gut. Ich hab leider keine brennenden Pfeile, ich kann nicht flammen. Ja, ist so jetzt. Ich hab einen Schwimmring gefunden. Bringt das Punkte? Oh, zwei. Zwei mit einem Pfeil, das ist super. Was brennen die jetzt endlich? Ja, die brennen schon wieder. So. Ich flamm ihn ab. Ich hab leider keine brennenden Pfeile. Ja, sehr gut. Ach, brennende Pfeile sind echt. Oh, sehr gut. Das Special ist schon ein schön. So. Stirb, du Drecksack. So.
Der ist tot, der ist erledigt. Ey. So, was gibt's hier noch? Aber das mit dem Abblocken haut total hin mit dem mit der Axt. Ah. Was? Okay, ah. Noch mal, A. Leuchtstäbe. Hier. Noch mehr okay. Leuchtstäbe. Hier gibt es Seile. Da gibt es hier noch ein noch eine Kassette. Ich habe eine tolle Idee, wollen wir uns alle ins Boot setzen. Oh, Kassette. Zack. Da ist jetzt noch ein Auge. Genau. Oh, ich habe also, so viel Leuchtstäbe, da der lässt schon alles fallen hier. Ah, okay, das ist so ein Heft. Ah, okay. Limestone. So ein 10-Cent-Heftchen. Eine Saga von einem Limestone. Dann ist Limestone. Jetzt habe ich... 30-35 wollte ich mal sagen. Jo. Ach, dann ja, Freunde, dann ciao mit Kakao. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.